Aber nun. Ich muss bloß hier nochmal schauen, ob es funktioniert. Und dann geht's los. Ich habe immer so einen leichten Delay. Aber. Ich will bloß sicher sein, dass die Technik. Es schlägt aus, aber ich habe schon lange nicht mehr gestreamt. Und Streamlabs, mit dem ich ja streame, hatte ein paar Probleme mit mir. Ich weiß zwar nicht warum. Die wollte die Webcam absolut nicht anzeigen. Und es wäre einfach cool, wenn ich sehen würde, dass es auch wirklich funktioniert. Sieht gerade so aus, als ob er gar nichts macht. Gib mir einen Moment. Einmal schnell gucken. Kanal und Videos. Stream Manager. Hallo? Sieht nicht gut aus. Weiß ich natürlich nicht, ob der Stream hier einfach nur stumm geschaltet ist, weil es wäre auch sonst blöd. Gib mir noch einen Moment. Wir fangen gleich an. Passt. Ah, perfekt. Okay. Jetzt bloß kein Echo reinbringen. Perfekt. So, okay. Haha. Dann geht es jetzt wirklich los. Tschüsschen dabei und das, was es wirklich geht. Nämlich ihr. Hört ihn euch an. Ich habe ihn mir geholt. Und was das Coolste ist, ich habe sogar noch ein Light and Sound Set dazu gekauft. So, dass diese ganzen Dinger, was hier auf der Schachtel so schön leuchten, auch wirklich leuchten und auch den Original Sound machen. Sieht es von hinten aus. 2300 Teile kriegen wir hin, oder? So, professionell. Diesmal auch mit Messer am Start. Ich werde es wieder so machen wie immer, wenn ich ausschütte, werde ich kurz das Mikrofon runterstellen, einfach so. Ups. Fängt schon gut an, gell? So. Tüte Angst. Hat sich denn die Anleitung gestellt? Tüte 4. Wunderbar. Und das Schöne ist, da gibt es ganz viele Aufkleber, aber das sind diese Aufkleber hier. Das soll ja diesen Rost andeuten, weil es kommt ja dieser neue Film raus mit Afterlife, Aftermath oder keine Ahnung. Also mit der Film nach dem zweiten. Und diese Rostdinger werde ich alle nicht anbringen. Nee. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie zum Beispiel hier die Nummernschilder nicht bedruckt hätte.
Und ja. Aber wie gesagt, den Rost, das werde ich alles nicht anbringen. Das ist hier, das ist da unten. Hier, da und da und so. Na, ich finde es schön. Act to one. So, dann schauen wir mal. Ja, genau, das ist hier so ein Bild aus diesem neuen Film. Bin mal gespannt. Aber wir wollen ja den Originalen haben. Und wie gesagt, dieses Light and Sound Set, das werde ich danach auch nochmal aufbauen. Aber das wird schon gut. Genau, hier ganz viele Sachen. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Two Dice. Ich mach kurz leer, leise. Ich hoffe jetzt nicht, dass mir ein Teil runtergefallen ist. Hat gerade so hier angehört. Professionell habe ich sogar diesmal Schlüssel. Und ich werde jetzt hier die Webcam so einstellen, dass man mehr sieht. Oh, hey Daniel. Dass man mehr sieht von wegen, was ich baue. Ich versuche es wieder so gut wie möglich zu machen. Mein schönes Gesicht braucht ihr nicht sehen. Genau. Los geht's. Ja. Eigentlich habe ich mir viel öfters vorgenommen, wieder was zu bauen, weil ich habe nämlich draußen das Halo Energy Sword und den Pelican habe ich gar nicht zu. Ne, den habe ich. Da hatte ich. Das war so eine Zeit, da hatte ich keine Lust, mich zu zeigen, glaube ich. Da habe ich dann einfach den Pelican von Halo offscreen gebaut. Aber das Energy Sword und auch den Master Chief von Mega Construct. Die werde ich auf jeden Fall on-stream bauen. Und dann legen wir einfach los und ich rede wieder so wie immer. Und rede mich um Kopf und Kragen. Und schau, dass was wird. Weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Ich habe jetzt mal bis Tüte 3 habe ich alles hergerichtet. Und insgesamt sind es 12 Bauabschnitte. Und dann noch zusätzlich schätze ich mal noch, ich glaube, das sind 8 Tüten mit LEDs und der Batteriebox und der Fernbedienung, um das dann Ganze auch würdig zum Leuchten zu bringen. Ja, ich weiß auch nicht, was das so. Ich wollte eigentlich schon vor gut einer halben Stunde anfangen, aber mein Rechner hat mir einfach den Strich durch die Rechnung gemacht. Stream Deck wollte partout nicht meine Webcam anzeigen. Und ohne Webcam wollte ich dann auch nicht. Dann war es schon wieder fast so, dass ich gesagt habe, lass mal. Aber der steht jetzt seit Freitag hier und ich musste mich jetzt schon arg zusammenreißen, das nicht aufzumachen. Ja. Ich werde niemals Lego-Technik-Modelle hier aufbauen. Niemals. Oder irgendwie was mit Lego-Technik, weil diese Pins, die machen mich einfach nur fertig. Wenn einem schon wieder alles runterfällt, ist klar, dass nichts wird. So weit, so schlecht. Und dann kommt gleich das erste enttäuschende Teil. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich schon beim Lego eine. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es in der Versenkung verschwindet. Aber ist natürlich wieder super matt. Das ist einfach nur schade, wenn man halt sieht, wie.
cool die Fliesen ausschauen und warum das immer matt ist. Da müssen die irgendein Produktionsproblem haben, dass die das nicht hinbekommen. Das ist alles gleich lang. Ja, das wird 100 pro der Unterboden. Ein guter Dinge. Wird alles der Unterboden. Da sieht man nachher nichts mehr von matten Fliesen. Ja. Ja, zu der ganzen Odyssee. Ich wollte eigentlich auch gestern schon streamen. Aber dann bin ich an so einem super guten Spiel hängen geblieben und wollte das noch fertig machen. Das nennt sich Rain in Your Parade. Müsst ihr unbedingt spielen. Da spielt ihr eine Wolke und fliegt durch verschiedene Levels und müsst Sachen nass machen. Oder da kriegt ihr auch so die Fähigkeit, Blitze zu machen und Wirbelstürme zu machen. Ein super gutes Spiel ist im Game Pass. Schaut es euch an. Hat mega Spaß gemacht. Sehr kurzweilig. Ich bin ja irgendwie, zurzeit komme ich nicht dazu, Spiele fertig zu machen. Das war mal sehr befriedigend, mal wieder so ein Spiel komplett durchzuspielen. Und gar nicht so. Und nicht immer so eins anzufangen und dann wieder wegzulegen. Und das Gute ist auch, jetzt kommt ja bald Mass Effect raus. Die. Das ist jetzt ja, wird schon sein. Im ersten Mal. Das andere macht keinen Sinn. Die Remastered Edition. Uhuhu, da freue ich mich auch schon drauf. Aber wenn das aber jetzt schon mal die Länge vom Auto ist, das wird schon ordentliches Ding. Zwei Technikrahmen, wird auch ordentlich versteift. Sind einfach schöne Modelle. Und was ich jetzt gestern gehört habe, ist die Saturn 5, die ja wieder neu aufgelegt worden ist. Die geht anscheinend schon wieder dieses Jahr vom Markt. Ich habe sie das letzte Mal verpasst, dann wollte ich sie erst nachkaufen, aber dann waren mir die Preise auf eBay. Boah, alles war einfach unverschämt. Also die sind da so in die Höhe gegangen. Ich habe es einfach verpasst, die Ankündigung, dass die End of Life ist. Und dann wurde die ja zum Glück nochmal neu aufgelegt. Und die ist jetzt aber bloß ein Jahr anscheinend im Handel. Ich weiß nicht, ob ich sie aufbauen werde, aber holen werde ich sie mir. Genauso habe ich mir den. Ihr habt ja vielleicht das mitbekommen mit The Mandalorian. Da ist ja diese eine Hauptdarstellerin, die Frau, die hat ja so ein bisschen schlechte Kommentare abgelassen. Ich weiß gar nicht, was da genau war. Irgendwie hat die, glaube ich, so ein bisschen rassistisch. Ich möchte aber jetzt, oh Gott, hey, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Auf jeden Fall wurde die aus dem Cast entfernt. Und die hatte bei dem AT-ST von The Mandalorian, ist die als Minifigur veröffentlicht worden. Und Disney will die jetzt so schnell wie möglich eigentlich vergessen. Die möchte die eigentlich so schnell wie möglich aus dem Gedächtnis der Leute herausnehmen. Weil die hatte schon eine relativ gute und auch große Rolle in Mandalorian. Und für mich fand ich die auch in Mandalorian, also jetzt nichts über nichts über den Charakter, nicht über die reale Person, über die kann ich überhaupt nichts sagen. Mein Bruder sagt gerade, er möchte mal mit mir was bauen, das wäre super gut, weil dann würden wir endlich mal das, ich glaube, er kann auch gut erzählen und am Stream und dann, das wird sich gut ergänzen. Aber wo ich stehen will, genau. Und Disney will die jetzt eigentlich, dass so schnell wie möglich, dass man die vergisst. Und hat auch, glaube ich, alle Sets, die es jetzt noch so gibt, aus dem Verkehr gezogen. Und ich habe jetzt eigentlich kein Interesse an dem AT-ST, weil ist halt ein ganz normaler Läufer in anderen Farben, in den nicht normalen Star Wars Farben, habe ich mir geholt. Und da ist halt noch diese kleine Figur von ihr drin. Und ich poke jetzt einfach mal, nachdem ich jeden Trend verpasst habe, wie Bitcoin und irgendwas, jetzt ist mein Ding. Jetzt hole ich alles auf mit Spekulationen über Lego-Sets, ob sie was wert werden oder nicht. Habe ich euch jetzt in den Arm gezeigt, nicht ganz. Genau, also, war schon ordentliches Teil.
That what she said. Zahnräder des Todes. Ich glaube nämlich, der hat schon diese neue Funktion in dem Film. Da kann nämlich ein Sitz ausklappen und ich glaube, das ist die. Vielleicht. Oder? Ich weiß auch gar nicht, ob der eine funktionierende Lenkung hat. Vielleicht brauche ich hier auch gerade die Lenkung. Wer weiß, wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Eins und zwei. Ah, muss ich zweimal bauen. Okay, dann bauen wir das noch zweimal. Ich hoffe, dass meine Internetverbindung hält. Ich habe im Moment echte Probleme, dass ab 11 geht's los. Kryptowährung Le Lego, ganz genau. Kryptowährung Lego, so geht's los. Ich habe mir gerade überlegt, eigentlich, das ist jetzt zu viel Aufwand, weil eigentlich könnten wir mal, wenn wir das auch nicht schaffen, Daniel, jetzt wäre es aber zu experimentell, einfach meinen Discord-Server nehmen und dann könntest du dich einfach reinwählen. Machen wir eine Call-In-Show mit Daniel am Start und dann hören wir dich über Discord. Aber ich traue mich jetzt nicht, mein Stream-Setup, nachdem das heute schon so wackelig war, umzuändern. Genau, was habe ich jetzt gebaut hier? So zwei Zahnräder, zweimal hier und hier. Weil das wäre auch eigentlich eine coole Idee, zu sagen, ja okay, Daniel ist sowieso im Chat dabei, soll er einfach ein bisschen im Discord dabei labern. Wir können uns gegenseitig die Bälle zuspielen hier. Ach, da, blau. Eigentlich lustig, ja? Das muss ich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ach, das ganze PC-Zeug. Eigentlich wäre es ja. Da muss ich mal ein Tutorial lesen. Wie man als Audioquelle Discord angibt. Verlust. Und vor allem, wie man auch verhindert, dass dann irgendein anderer dazu joint. Das ist alles so. Discord an sich finde ich ja super cool, aber ich bin da echt, ja, noch nicht so ganz fit. Versuche mich da rein zu fuchsen. Naja, ist ein 18-Plus-Set. Dass jetzt wieder nur stellenweise zwei Teile pro Seite verbaut werden, naja, kann man machen, muss man nicht. Ja, genau, und deswegen habe ich eigentlich dieses Set von Mandalorian gekauft und habe dann gedacht, ja, okay, vielleicht wird es ja was, vielleicht auch nicht. Eigentlich nur wegen der Minifigur, es liegt doch auf dem Dach. Ne, es liegt nicht auf dem Dachboden, es liegt doch unten in der Wohnung. Aber es kommt dann einfach auf den Dachboden und bleibt dann da. Mal schauen, wie das wird hier. So. Und jetzt wird schon. Der Unterboden ist fertig. Na, wenn das nicht schnell ging. Wenn ihr wieder was schnarchen hört, mein Hund schnarcht heute. Und wenn ich kurz mal aufstehen muss, dann ist es, weil mein Hund heute Knochen bekommen hat. Und der die ganze Zeit schon den ganzen Tag hier die Wohnung vollstellt. Kann es mal sein, dass ich hier die. Sie träumt gerade wieder ganz extrem. Bellen oder fiepen hört im Hintergrund, das ist alles mein Hund. So, jetzt haben wir hier den Unterboden. Seht ihr, drei Technikrahmen. Oh, sogar vier. Eins, zwei, drei und hier nochmal einer. Vier. Also das ist schon, ja, ich würde sagen, gebaut für die Ewigkeit. Ja.
Mein Bruder schreibt gerade, er wäre heute sowieso keine Bereicherung, weil er müde ist. Ich bin immer erst müde am Freitag. Oder ich bin immer müde. Heute sogar extra mein Workout vorgezogen, auf, während die Kinder in der Badewanne waren. Damit ich keine Ausrede habe, nicht zu streamen. Dann kommt die Technik und macht mir so einen Schnitt durch die Rechnung. Eben gerade auch, ich musste ja den Stream schon mal starten, weil er ja den Streamtitel nicht aktualisiert hatte. Und dann stand dran, wir bauen Lego und dann unten stand Let's Play Rainbow Six Siege. So. Ihr seht hier bloß die Reihe an einer drauf. Muss mal schnell weg und ich glaube, wir sind auch schon am Ende vom Bauabschnitt 1. So schnell geht das hier. Ja, dann habe ich gerade noch, bevor ich hier losgelegt habe, mit Scrubs der zweiten Staffel angefangen. Ich habe ja die erste auf Amazon Prime gekauft und jetzt kam sie ja glücklicherweise bei Disney Plus. Ach, was für eine Bereicherung ist da für Disney Plus. Abartig. Okay. Kommt hier so ein riesen fettes Zahnrad durch das vierte Loch und dann noch ein Achsstopper. Okay. Das gibt's. Schuh, ja. Da hinten ein riesen Zahnrad jetzt. So und so. Interessant, was das jetzt wird. Jetzt habe ich die zweite gelbe Achse hier einmal komplett durch diese die Zweier. Und jetzt baue ich irgendwas. Ich muss auf jeden Fall das Richtige nehmen, steht dran. Okay, das muss ich nehmen. Da gibt es anscheinend zwei. Die sehen doch alle gleich aus. Wenn die so explizit darauf hinweisen, dass man ein Teil nehmen soll und das andere nicht, also die sagen dann wirklich, ja, nimm das da und nicht das da, aber das, wo da das X dran ist, ist gar nicht in der Tüte. Aber vielleicht ist es ja auch für solche, die sagen, ja, ich komme, ich leere alles aus. Und bin jetzt hier der absolut. Ja, so wird's sein. Oh, okay. Das gleiche jetzt noch von der anderen Seite. Durch das zweite. Ja, auf Mass Effect, da freue ich mich wirklich. Das wird wirklich gut. Da hatte ich auch richtig Bock, das nochmal durchzuspielen. Das wird. EA kann es nicht versauen. Das ist einfach unmöglich. Ein Loch muss frei bleiben. Dann muss es dadurch. Ich zeige euch gleich, was ich hier mache. Ihr wisst, ich habe mit den Achsen, diesen ganzen Pins hier so viele Probleme. Das hat mich beim Millennium Falcon. Ich sage es immer wieder beim Millennium Falcon. Die Pins und die Technik Bricks. Ja, dann wartet ja jetzt noch das nächste Großprojekt auf mich und meine Tochter. Wir wollen ja Ninjago Gardens fertig bauen oder anfangen zu bauen, aber ich warte halt noch, bis das in freien Handel kommt. Keine Ahnung, was das sein soll. Die 300 Euro bei Lego will ich nicht zahlen.
Meine Tochter liegt mir schon die ganze Zeit in den Ohren, wann wir es endlich anfangen oder wann wir es endlich kaufen. Aber 300 Lücken ist schon eine Ansage. Und vor allem, wenn man weiß, dass es in freien Handel kommt, dann gibt es ja auf jeden Fall die 20%. Alles auf Tiernahrung, ja. Ach. Ich finde es halt immer so lustig, weil meine Tochter, als sie das Set gesehen hat, hat sie schon gesagt, oh, können wir das gemeinsam bauen? Und ich so, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht. Und jetzt weiß ich wieder ganz genau, dass es eine gute Entscheidung war, es nicht mit ihr zu bauen, weil dieses ganze Gefummel macht mich schon wieder ganz fertig. Ich habe jetzt hier diese zwei Dinger da reingebaut. Ich muss mir angewöhnen. Ich habe mir vorhin mich vorhin extra umgezogen, weil bei uns gab es heute Hähnchenschenkel zum Abendessen und natürlich habe ich natürlich gegessen wie der letzte Mensch und war natürlich mit meinem hellblauen T-Shirt vollgesaut und habe gedacht, ach, was ziehe ich an? Nimm ein schwarzes T-Shirt, alles passt. Und jetzt sehe ich wieder, wenn ich so den Kontrast sehe, das war nicht die beste Idee wieder. Irgendwann lerne ich auch mal, was die besten Farben sind für den Stream. Das da. Da. Okay. Und es ist immer noch nicht fertig, ihr glaubt nicht, da kommt noch ein Bauschritt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß nicht mal, ob das vorne oder hinten ist. Ah, was wird alles denn machen? Das kommt jetzt in diese Ball Joints rein. Okay. Ich zeig's euch gleich. Dreidimensionales Denken ist echt schwierig. So natürlich. So. Gnadenlos falsch gemacht. Genau. Also hier habe ich jetzt diese. Tue es nochmal raus. Hier, da sind diese Ball Joints und die tue ich jetzt hier in die Anhängerkupplung rein. Und das kommt jetzt hinten, da wo das Zahnrad ist, ins Schwarze. Genau, ins Schwarze. Genau. Aber natürlich andersrum, ja. Man sollte nicht mit Lego hantieren, wenn man nicht ganz bei der Sache ist. Okay, aber nun. Ja. Und da hängen jetzt diese Pönüppel hier links und rechts dran. Mit nach vorne. Ja. Jetzt nochmal zwei Ball Joints. Ich bin mir echt unsicher, aber ich glaube, wir haben den Pelikan wirklich nicht gemeinsam gebaut. Das war so cool. Da waren so viele Teile so schön bedruckt und die Farbe war der Wahnsinn. Und es ist ein mächtiges Gerät. Ich bin ja so gespannt. Und ja, wie gesagt, ich habe eigentlich, wie gesagt, ich wollte ja das Set nicht kaufen im ersten Moment, weil ich. Ich wollte schon. Ich habe es mir bloß ausgeredet, dass ich es kaufen wollte. Und dann habe ich halt die Werbung gesehen, dass es da so ein Light-Kit für gibt. Ja, und dann habe ich mir halt erst das Light-Kit geholt und habe halt gewartet, bis der einen ordentlichen Preis hat. Und jetzt war es bei 150. Also dieses Zahnrad bewegt jetzt diese Dinger hier.
Und dann habe ich es mir geholt. Das Leitkit lag schon daheim und ja, es war bloß eine Frage der Zeit. Ah, und jetzt kommen die Balljoints auch noch da rein. Okay. Uah. Okay, und jetzt seht ihr, wenn ich da, dann bewegt sich das alles hier. Genau. Und so kam es dann, dass es dann auf einmal hier war. Und ich habe immer noch. Ah, und was noch End of Life geht, was mich wirklich erstaunt, ist das Mosaik von Darth Vader. Also das Sith-Mosaik, wenn man dann drei kauft, dann kommt ja der Darth Vader raus. Mein Kollege hat es sicher gekauft und das sieht Wahnsinn aus. Ich war ja immer so am Liebäugeln mit dem Iron Man-Mosaik. Es wundert mich auch, das ist noch nicht so lange auf dem Markt. Das ist schon wieder. Also ich glaube nicht, dass es schlecht gelaufen ist. War halt der Preis war halt, boah. Also 300 € dann für ein komplettes Mosaik, das war halt schon eine Ansage. Ich glaube Ladenpreis, Listenpreis war glaube ich 120 pro Ding. Das war natürlich schon eine Ansage. Ah, der Iron Man gefällt mir schon gut. Genau, und hab ich das jetzt? Och, kann man nicht falsch rumbauen zum Glück. Jetzt hatte ich gerade Angst, dass ich das falsch gebaut habe. Was zum Teufel? Das kommt jetzt da rein. Ach so, dann kommt das nach unten befestigt. Genau, und die haben, ich fange immer an und mache denen ein mächtiges Gerät. Genau, seht ihr das? Jetzt haben wir es oben befestigt mit den Aufnahmen noch. Und jetzt sind die hier so schön eingerattelt und bewegen sich jetzt nur noch links und rechts. Keine Ahnung, was das wird. Interessant. Was wollt ihr jetzt sagen? Genau, das Lightset. Damit die endlich jetzt mal zum Ende kommen von der Geschichte. Die haben auch ein Lightset für den Batwing. Und das sieht ja Wahnsinn aus. Vielleicht, wenn ich nachher dran denke, zeige ich es euch mal, wenn ich es hinbekomme, dass ich mein Browserfenster share. Na, machen wir lieber nicht. Das ist ja. Nee, aber das müssen wir muss ich euch mal zeigen. Das sieht der Wahnsinn aus. Der Batwing, den kann man ja so schön an die Wand hängen. Und wenn der dann auch beleuchtet ist, das sieht schon mega nice aus. Dadurch, Tatsache. Okay. Boah. Okay. Ganz durchdrücken? Ja. Ist sowieso zu spät. Ein sehr rätselhaftes und mächtiges Gerät, dessen Macht nur von seiner Rätselhaftigkeit übertroffen wird. Ja, auch mal wieder Zeit, das zu schauen. Bruder sagt gerade, dass ich ASMR würdig wäre. Dieses. Nee. Auch so. Ah, ich mache schnell Pause. Wir sind. Oder Stopp. Wir machen im zweiten Ding weiter. Gleich mal ein schönes Teil gefunden hier in Gold ein Federdämpfer. Okay, und jetzt geht es so ein bisschen um den Aufbau, würde ich sagen.
Oder an. 4. Überhaupt, das Spiel jetzt nimmt jetzt langsam so an Fahrt auf, wenn ich so höre, ja, jetzt kommt ja Life is Strange. Kommt neuer Teil raus und die Remastered vom ersten Teil. Da bin ich auch mega heiß drauf. Das kann ja gut werden. Wenn sie die Grafik nur ein bisschen verbessern, boah, hey, der erste Teil. Eine emotionale Achterbahnfahrt. Und mein Bruder ist ja der Master des Plot-Twistes und du sagst ihm eigentlich nur den Filmtitel und er hat den Film noch nie gesehen und er kann dir den Plot-Twist verraten. Zum Beispiel hat er noch nie Eiskönigin gesehen und wusste sofort, dass Prinz, wie heißt er denn? Ja, der Dummdödel, hey, Prinz von den östlichen Inseln. Ich krieg jetzt nicht, weiß nicht mehr, wie er heißt. Dass er der Böse ist und ich habe ja bis zum Schluss das nicht gewusst. Und genauso hat er auch gewusst, dass Jefferson der Böse ist, als Spoiler-Alarm, aber hätte das noch nicht geschehen. Ach, Spoiler. Nein. Ich bin einer, der ist da sehr überrascht war. Überrascht, ich weiß nicht. Er war zwar schon irgendwie ein sehr komischer, schmieriger Typ, aber ich hätte ihm jetzt nicht zugetraut, dass er hier der Typ hier ist. Der Böse, der super Böse. Nee. Irgendwie nicht. Nee. Überhaupt nicht, nee, gar nicht. Also, wie gesagt, er war eine alte, komische, also es war ein komischer Typ, der Jefferson. Aber dass er so drauf ist. Nein, nein, nein. Aber er kann sich mal wieder in Leuten täuschen, ja. So werden Kinder schon darauf vorbereitet, dass man nicht mit Fremden mitgeht und auch nicht auf seinen Kunstlehrer hört. Nein, vor allem nicht auf seinen Kunstlehrer. Vor allem nicht auf seinen Hipster-Fotografielehrer. Das ist ganz wichtig. Die sind nämlich die schlimmsten. Selbst wenn man ein Hipster ist, tut man bitte nicht auf den Hipster-Fotografielehrer hören. Wer das macht, ist selber schuld. Naja. Der war einfach zu nett. War der zu nett? Wer war zu nett? Der von Anna und Elsa oder der Jefferson? Ich weiß nicht, der. Prinz Hans! Prinz Hans von den nördlichen Inseln. Hans hieß er, genau. Der dumme Hans. Ich weiß nicht. Ich habe bis zum Schluss geglaubt, dass das. Ich wusste nicht so wirklich, wer der Antagonist beim ersten Mal anschauen ist. Und ja. Früher waren die Filme berechenbar. Ja, okay. War König der Löwen berechenbar, als Mufasa stirbt? Man wusste zwar, dass Scar ein Arschloch ist, aber. Dass er das machen würde, naja, vielleicht den. Obwohl er hat ja seinen Plan verraten. Aber das war auch der Tag, an dem ich die Kindheit meiner Tochter beendet habe, als sie König der Löwen anschauen wollte. Ja, das war ja nicht der schlauste Augenblick meiner. War nicht runterfallen. Der Hans, ja, der Hans, der war viel zu nett. Findest du, ja. Er hatte ja schon ein Ziel, er wollte ja heiraten, gell? Und da muss man schon ein bisschen den Hof machen. Aber dass er dann so auf einmal ist, nee, das macht man doch nicht. Mal. Hey, das ist schon Wahnsinn. Also mit meinem Bruder Filme anzuschauen, die er noch nie angeschaut hat, das ist schon beeindruckend. Also, ja, ich sag ja. Den sollte man da nach Hollywood einladen oder hier, keine Ahnung. Für die Testvorführungen. Und nur wenn er den Plot-Twist nicht errät, wird das Ding gefundet. Das wäre doch was. Haben wir jetzt gemacht. Hier die schöne Kante. Hier habe ich jetzt zweimal gemacht auf beiden Seiten.
Er sagt, der Lehrer war mir zu schmierig. Ich meine, der war zu prätentiös und nicht, um nicht böse zu sein. Ja, aber du weißt ja auch, wie so Leute sind. Der hat ja selber gesagt, oh, er war ja hier der coole Macker und überhaupt und bei so und so viel Aufführungen und bla. Und da denke ich halt schon so, ja, okay, der hat halt so ein bisschen Star-Allüren und ist jetzt hier halt, hängt halt hier in der Provinz fest jetzt. Weil selbst wenn die immer sagen, wie geil diese Universität ist, aber sie ist halt trotzdem am Arsch der Welt, also im Kuhkaff. Also schlimmer geht's ja gar nicht. Und er war schon verdächtig, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass er das ist. Weißt du, irgendwie so, diese Wendung, die hat mich schon hart getroffen. Ich habe jetzt. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, boah, hey, der war mir jetzt ultra sympathisch und so, aber keine Ahnung, ich hätte ihm jetzt irgendwie nicht zugetraut. Ja, genau, der hat sich zu, hello, der hat sich zu wieder angebiedert, aber ich weiß auch nicht. Trotzdem komisch. Ja. So geht das. So, und jetzt zeige ich euch gleich mal den Unterschied. Schaut mal, die glänzen hier, wie als ob sie mit Speck eingerieben worden sind. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich muss das mal so machen, dass meine Kamera. Die da hier, die glänzen halt wie blöd. Und das da ist nur da hier und das da ist nur matt. Schade. Beim NES gleiche. Alle Fliesen rundherum grau, glänzen wie mit Speck und der da hier, die große, will nicht. Darf nicht. Poliermaschine kaputt. Ich bin jetzt auch richtig umweltfreundlich geworden mit meinen Pappbechern. Die rascheln auch nicht mehr so arg wie die Schälchen aus Plastik, die ich sonst immer verwende. Ich muss nur mal schauen, wie haltbar die sind, ob die ich danach zwei, dreimal einfach weghauen muss. Oder ob die gut halten oder nicht. So ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist ein 6x6. Ja? Schau mal. Genau, das ist ein 6x6 da vorne. Und das ist halt immer, immer matt. Also egal bei welchem Lego-Set du bist, diese 6x6er, lang großen Fliesen sind immer matt und haben diesen riesen Angusspunkt. Und auch noch, wie ihr seht, ich weiß nicht, ob es die Kamera so geil hinbekommt, aber da ist halt wirklich rundherum, also da ist wirklich ein Kreis drauf. Und ich verstehe es nicht, warum das so kacke ist. Es ist cool, aber. Könnte halt noch cooler sein, indem es halt einfach glänzend wäre oder poliert wäre, so wie alles eigentlich. Und es ist halt schon komisch, dass nur dieses Teil immer matt ist. Also die müssen da irgendwas mit dem Produktionsproblem haben. Ja, also was ich jetzt gemacht habe, ist hier drin halt erstmal alles gefliest, hier nochmal eingerahmt. Genau. Und nochmal ein Riesenzahnrad. Ja, jetzt haben wir hier den Mechanismus von hier hinten, haben wir den jetzt bis hier vorne so. Auch wenn ich an dem Zahnrad jetzt drehe, dreht sich das ganze Zahnrad mit. Ich weiß wirklich nicht. Weil es sieht auch nicht so aus, als ob da vorne und hinten was ist, was sich bewegt. Bin ja echt mal gespannt, für was das ist. Ich habe
gerade gemeint, ich habe es falsch gemeint. Jetzt habe ich bloß das Zahnrad eingerahmt. Echt ein großer DeLorean. Ich habe ja den DeLorean vom, ich glaube, das war das zweite Ideaset, da hieß es noch Kudos oder keine so. Der steht bei mir in der Arbeit. Boah, ein DeLorean, das wäre schon krass. Ich würde ja auch gern den so ein UCS Star Wars Republican Dropship haben. Boah, das finde ich auch so mega gut, ey. Aber ein neuer DeLorean wäre schon was. Weil den ich habe, der in der Arbeit steht bei mir, der ist halt schon ziemlich klein. Aber ich habe sogar den mit dem Fehldruck. Da haben sie sich nämlich einmal hinten bei dem Fluxkompensator haben sie sich verdruckt. Und ich habe sogar die Auflage, wo da der Fehler drin ist. Aber mega nice. Also wenn da wirklich ein neuer DeLorean rauskommt, das wäre cool. Vor allem, die haben ja die Lizenzen alle von Zurück in die Zukunft. Das hat man ja auch bei Lego Dimensions hatten sie ja auch den DeLorean. Der kleine war echt super. Da ärgert es mich auch, dass ich nur damals einen geholt habe und nicht zwei. Vor allem, da konnte man ja die Reifen, kann man ja hochklappen und so. Es ist wirklich ein super schönes Modell. Wie gesagt, es war eines der ersten von den Fan gemachten. Der war echt schön. Und der war auch gar nicht teuer. Ich glaube, der hat 40 Euro oder so gekostet. Aber das war auch so, den habe ich bekommen und dann sofort am Abend aufgebaut. Der war super schön, also ein super schönes Set mit Marty McFly als Minifigur und Doc war dabei in seinem Hoverboard. Und das Coole war halt wirklich, du konntest ja den für alle drei Teile umbauen. Also du konntest entweder den aus Zurück in die Zukunft 1, 2 oder auch sogar den aus 3 machen. Dann hattest du so einen Aufsatz auf der Motorhaube, mit dem du dann da ist ja die Batterie ausgefallen und so und dann mussten ja vorne das, ich zeige mal in die Kamera, was ich jetzt gemacht habe, hier das gebaut, hier umrandet, genau. Da musste ja den Motor ausbauen, weil sie ja keinen Sprit hatten und das konnte man dann vorne drauf bauen, das war echt eine nette Idee. Aber mein All-Time-Classic, obwohl ich ja finde, also da bin ich ja auf weiter Flur alleine, aber ich finde ja immer noch den zweiten Zurück in die Zukunft eigentlich am besten. Ich weiß auch nicht warum, aber viele sagen ja, der dritte wäre der bessere. Mir gefällt der zweite Teil wirklich besser. Aber das ist so wie mit 1 und 1. Da bin ich auch der einzige Mensch in Deutschland, der 1 und 1 gut findet. Und so ist es, glaube ich, auch mit dem Zurück in die Zukunft. Da bin ich auch der einzige, der den zweiten Teil wirklich besser findet. Okay, da haben wir jetzt wieder ein Gitter in Flat Silver. Mit Löchern? Nee. Ach, das Teil da. Ich kipp's gleich wieder, dann seht ihr wieder, was ich baue. Ja, der kleine DeLorean. Ja, wie gesagt, also jetzt, weil du ja, Chris, du warst ja erst, bist jetzt erst dazugekommen. Für das habe ich mir noch so ein Light and Sound Kit gekauft von. Ich guck mal kurz runter. So dick, genau, von Game of Bricks nennt sich das und da habe ich mir so ein Leuchtset und Soundset mit Fernbedienung gekauft und dann wird der DeLorean noch beleuchtet. Das wird, glaube ich, richtig nice. Da habe ich alles, genau, vor lauter Reden, nicht dass ich irgendwas vergesse zu bauen. Übrig lassen. Ne? Den Ecto 1 sogar, den ersten, den habe ich verpasst.
da habe ich mir richtig in den Arsch gebissen, weil da fand ich auch die Minifiguren super, weil bei dem gibt es ja gar keine Minifiguren. Und oh, danke schön für den Follow. Ich finde es auch echt schade, dass ich den verpasst habe, weil da, wie gesagt, die Minifiguren, und ich habe halt so ein paar Minifiguren von Lego Dimensions von den Ghostbusters. Aber der hätte mir auch super gut gefallen, aber wie gesagt, da. Es gibt so ein paar Modelle, da war ich einfach noch nicht so im Lego-Game drin, dass ich gesagt habe, boah, hey, wo ist mein Teller drin? Da habe ich so ein paar gute Sachen verpasst, wo ich mir denke, ah, da hätte ich mehr auf Flug sein müssen. Genau. Also, wieder. Jetzt habe ich hier alles verbaut. Genau. Da ist der Flat Silver. Das Gitter und. Ich glaube, das da wird nach. Na, kann ich sein. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn es nach außen geht, wird das der. Der Sitz sein, der nach draußen geht, aber das kann nur nach innen fallen. Ich weiß noch nicht, wo das. Genau. Schauen wir mal. Ja, das Licht ist echt cool, das fand ich super. Wie gesagt, ich habe erst das Licht gekauft und dann das Modell. Und die haben auch, wie gesagt, für den Batwing auch super, auch mit Fernbedienung, wo man dann an die Wand hängen kann und dann. Passt schon. Das wird mega. Also vor allem das, wenn der Sound passt, das ist der gute Ecto-Sound. Sind auch so schön, da freue ich mich, solche Klassiker dann irgendwann mit meinen Kindern nochmal anzuschauen, die das dann total doof finden, weil es halt super alt ist und super kacke ausschaut. Aber das dann nochmal mit denen zu erleben. Ich weiß, Daniel ist nicht mehr da, oder? Nee, schade. Mit dem Sound, das war. Lass mich nicht lügen, einmal schnell. Schau kurz nach. Ich will nicht lügen, aber das war. Schauen wir mal schnell. Genau, die habe ich am 16. April habe ich die bekommen. Ja, und. Muss ich bloß wegmachen. Also so sieht er dann aus. Es ist schon voll beleuchtet, das Blaulicht ist oben an und die Sirene. Ja. Ja, was ich gerade sagen wollte, weil meine Daniel, wir haben ja letztes Mal drüber geredet von wegen Jurassic World und so. Und dann haben sie jetzt ja nochmal Jurassic, Lego Jurassic Park gespielt. Und ja, also dann habe ich nochmal die eine Szene angeschaut, wo ja dann der Indominus Rex ausbricht. Und das ist schon ziemlich. Also die sehen halt, die wollen den Film unbedingt sehen, weil sie halt die Lego-Version kennen und da passiert halt nicht wirklich viel. Und in der realen Version, das ist schon so ein bisschen. Das ist schon ein bisschen grenzwertig. Ja, Ghostbusters ist einfach gut und Zurück in die Zukunft. Ach, aber da, ich weiß halt nicht immer, wie viel Nostalgie da bei mir mitschwimmt. Das ist halt so das Problem. Also das sind halt so Filme, die sind einfach nur gut, weil sie gut sind oder gut, weil ich denke mir, ach, schwimmt halt doch zu viel Nostalgie ein bisschen mit.
finde es halt mal angenehm, dass ich nicht alleine baue, sondern dass ich so ein bisschen Interaktion habe und mit euch reden kann. Das macht das alles ein bisschen nicer noch. Ja. So, kommt noch. Und was mich auch freut, dass ich mich so wenig verbaue bis jetzt. Okay, also jetzt bei zwei Teilen pro Baustart ist das jetzt auch nicht. Aber das ist wirklich, da steht zwar 18 plus drauf und ab und zu, ja, es ist natürlich klar eher für die Sammler und ich glaube auch, dass es halt eher 18 plus und auch, dass da so wenig Teile pro ist, weil es eher für die, vielleicht für die Neukunden gedacht ist, die noch nicht den Millennium Falcon gebaut haben, sondern halt eher jetzt erst wieder neu einsteigen. Wollen die wirklich beige? Ja, die wollen beige. So, dann zeige ich euch gleich mal das erste bedruckte Teil, was wir heute verbaut haben. Tschup, tschup, tschup. Und nochmal. Und rot. Den schönen gelben Pfeil haben wir jetzt verbaut. Das erste bedruckte Teil heute. Ich das nur reinlegen? Tatsache. Okay. Werden schon wissen, was sie wollen. Okay. Also ich habe das jetzt nur hier. Was ist das da hier? Nur reingelegt. Mal gucken, was das wird. Hier geblieben. Wird alles verbaut. Ich war bloß verwirrt, dass Daniel nicht mehr da ist, weil es war bloß noch ein Zuschauer da, deswegen immer. Ein Bekannter von mir will versuchen, den UCS Millennium Falcon ohne Anleitung zu bauen. Also, ich hab mir drüben stehen, hab mir in 12 Sitzungen gebaut und ohne Anleitung hätte ich nicht zusammengekommen. Never ever. Allein schon mit den ganzen Verstrebungen in der Mitte, keine Chance. Also, da habe ich mir oft schon mit der Anleitung schwer getan, weil, ja, weil es halt auch von der Perspektive her nicht sehr gelungen war, fand ich. Aber es ist also, boah, ohne Anleitung das Ding zu bauen, allein die schiere Masse an Teilen. Das war so lustig, mein Kollege hat ja auch gesagt, als, wenn er den UCS Millennium, leckt mich doch am Arsch, wenn er den UCS Millennium Falcon baut, dann würde er alle Tüten aufreißen und reintun und nee, nee, nee. Es war wirklich hart. Es hat Spaß gemacht, aber gerade am Anfang, auch wenn denn, ich glaube auch, wenn ich mal umziehe, da habe ich dann nochmal den gleichen Bauspaß, weil der wird den Umzug nicht überleben, dadurch, dass oben ja alles nicht fixiert ist. Das liegt ja alles nur oben und drauf, diese ganzen Platten. Ja, der wird dann auf jeden Fall, den darf dann meine Tochter dann nochmal aufbauen. Ja, deswegen habe ich gedacht, wenn es nur einen Zuschauer anschaut, dass du draußen bist. Aber ist ja gut. Ich habe jetzt zwei Zuschauer. So. So, und jetzt soll ich laut Lego hier meinen ersten Aufkleber drauf machen. Und zwar so ein Rostpimmel-Dings da, den da hier auf diese schöne Fliese. Ich möchte aber keinen Rost haben. Also. Ich möchte es nicht machen, deswegen lasse ich den jetzt einfach weiß, wie es ist. Ich finde, es sieht besser aus, wenn der nicht rostig ist. Und das kommt jetzt. Auch nur reingelegt hier dran. Und jetzt haben wir hier einmal das da,
hier ist reingelegt und das habe ich jetzt gerade gebaut und das auch reingelegt und hier wäre der rostige Aufkleber drauf gekommen. Ja, die Sticker. Also sind wirklich viele. Also das meiste hier, das ist alles diese Rost, dieser angedeutete, den lasse ich weg. Was ich besonders schade finde, ist, dass sie die Nummernschilder nicht bedruckt haben. Also das hätte ich jetzt schon erwartet. Oder hier da Stay Puffy oder auch hier das Cadillac. Das ist so schade, das Cadillac. Das ist ja. Ich habe nicht gedacht, dass es so viele sind. Ich habe eher gedacht, der viel Rost. Aber dass halt doch noch so viele dran sind. Ja, nee, das ist echt schade. Aber wie gesagt, die ganzen Rostaufkleber, die lasse ich auf jeden Fall weg, weil. Ja. Ich will ja eher den Ecto One aus dem zweiten Teil nachbauen, anstatt jetzt aus dem ersten. Aus dem neuen, der jetzt endlich hier rauskommt. Der Film wird bestimmt gut. Genau, also was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist diese goldene Gasdruck, also diese goldene Feder hier noch eingesetzt auf den Pin. Und wie gesagt, also da schließt es jetzt schön. Oh, ich schau mal, wie es mit der Kamera hin. Hier, das schließt eigentlich schön bündig ab. Doch, passt. Gerade noch gelobt, dass ich mich nicht verbaut habe und dann auf einmal verbauen. Ja, es sind schon viele Sticker. Muss ja immer wieder in Relation setzen, dass das Ding ja schon teuer ist, wie Schwein. Und auch noch ein Lizenzset. Und da ist halt auch schade, dass sich der Lizenznehmer da nicht mitnimmt. Ja, so ein Set. Und ich finde halt auch, selbst wenn man sagt, ja, okay, für einen Mockbauer lohnt sich das nicht, aber so ein Teil kostet halt, keine Ahnung, einen Cent, einen halben Cent in der Herstellung, dann sollte es halt doppelt reinlegen. Also meine Meinung. Also einmal hier mit bedruckt und einmal ohne bedruckt. Aber das Problem ist halt, die Aufkleber, als wir Ninjago Docks gebaut haben, da war halt schon viele Aufkleber dran. Ich habe es jetzt extra ganz, also versucht, so gut wie es geht, nicht in die Sonne zu stellen. Aber das wird halt trotzdem nach und nach, werden die Dinger halt abgehen. Und das ist bei Spielsets machen, wo man sagt, ja gut, hey, das ist halt bei meinem Sohn, der hat die Lego-Rakete gekauft. Dass da hier Aufkleber drauf sind, ist doch völlig okay. Aber so, genau, was ich jetzt gemacht habe, ist hier jetzt noch die Gasfeder hier umbaut. Halt schon. Ist ja sowieso diese ganze, ist ja sowieso eine Philosophiefrage mit den ganzen Aufklebern und so. Megakonstrukt, wo ich den Pelican gebaut habe von Halo, kein einziger Aufkleber, alles bedruckt, alles super gut bedruckt, also wirklich schön. Und ja, ich weiß auch nicht warum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel teurer ist. Wenn ich da im Legoland bin, dann geben sie jedem hier einen bedruckten Stein separat. Aber jetzt. Naja. Wie gesagt, das halt. Ja. Ein bisschen schade einfach. Weil wenn die Aufkleber dann kaputt sind oder. Allein diese Anbringerei ist ja immer schon ein Nervenkittel. Wenn dich dann schon nervt, oh, du hast es ein bisschen schief gemacht, dann ziehst du es wieder ab, dann klebt es schon nicht mehr und da kriege ich schon die Krise. Hä? Habe ich das falsch gemacht?
Ach nee, passt schon. Und da nochmal zwei. Mit dem Innenraum. Aber wenn ich mir den Batwing hole, dann muss ich auf jeden Fall mit Handschuhen den bauen. Auf dem schwarzen Tag geht schon mal. Und jetzt kommt eine Sitzbank. Und soll ich nur einmal bauen? Ja, nur einmal. Gut. Sicher, sicher. Lieber nochmal nachgeschaut. Ich habe auch nicht mehr so viel Steine, also. Es geht richtig flotti, hey. Ach da. Ja, super. Cool, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Dankeschön. Danke für deinen Follow auch. Und genau, vielleicht sieht man sich ja nochmal. Also ich glaube nicht, dass ich heute fertig werde. Also auf keinen Fall. Aber Dankeschön. Und es wird auch auf YouTube hochgeladen. Das ist, wenn du dann am Schluss noch schauen willst. Also ich lade alles immer auf YouTube hoch, dann kannst du es da auch noch. Zumindest dann, ich weiß nicht, ob du mein ganzes Geschwafel da noch anschauen willst, aber zumindest dann das fertige Modell mit Light and Sound. Ja, mega nice. Uah. Ja, dann laufe ich jetzt bald mit Eli den Rang ab hier, wenn es. Zwei Zuschauern gleichzeitig. Ich kann jetzt einpacken hier. Fange ich doch noch meine Streamer-Karriere an. Einmal mit Löcher, einmal ohne Löcher. Bin mal gespannt, ob ich gleich null Zuschauer habe oder nicht. Oder ob der eine exklusiv bleibt einfach. Ach, Lego bauen ist einfach entspannt. Etwas stur nach Anleitung zu machen ist einfach entspannt, ja. Obwohl das ja ist ganz. Jetzt habe ich sogar drei, okay. Der Eli ist mit Börsenspielen beschäftigt, das stimmt. Oh, hey. Ging heute eigentlich nichts zusammen mit Zocken, oder? Oder hattest du auch keinen Bock zu zocken? Ohoho. Ja, das schöne Protonenpack. Fokus. Ich zwinge ihn zum Fokussieren. Naja, egal. Will ich. So, und wo kommt das jetzt hin? Jetzt habe ich so lange rumgedreht, dass ich nicht mehr weiß. So, und dann. Ach, da kommen auch die rein. Ich habe schon gerade gewundert, das sieht so komisch aus. Und da haben wir das erste Protonenpack. Nice. Zwei. Und. Ein Schuh.
schöner Schlau. Uah. Oh Gott, das habe ich gerade gemeint, ich habe es kaputt gemacht. Das wäre jetzt ja bitterböse gewesen. Okay. Das ist der Protonenpack-Sitz, der da ausfahrbar ist. Okay, der. Okay. Steht irgendwas Schlimmes an der Arbeit an oder einfach? Muss ja auch nur drei Knöpfe bedienen von dem her. Das war voll krass. Ich habe da so ein TikTok gesehen von einem, der wollte von seinem neuen Actros zeigen, was passiert, wenn man das Lenkrad loslässt. Und da habe ich mir so ein Depp. Auf dem Tacho steht 89 drauf. Klar, du kannst ja mit dem LKW schneller als 80 fahren. Aber dann lässt er wirklich, hat das Handy in der Hand, lässt das Lenkrad los und filmt, wie sein Spurhalteassistent noch mehr meckert, dass er doch bitte wieder das Ding in die Hand nimmt. Ich denke mir so: Leute, ihr seid alle bescheuert. Hört doch auf. Haben wir da den Sitz drauf gemacht auf dieses bewegliche Teil. Mal schauen, ob wir jetzt gleich den Mechanismus fertig machen. Ich will jetzt nicht zu viel rumruckeln, sonst verschiebe ich das alles hinterher und dann tut es klemmen. Und da habe ich auch jetzt so. Aber wirklich, du siehst ja, wie nix hat Dinge. Und erst sagt es der Spurhalteassistent, ich mache mal kurz wieder Stopp, wir sind nämlich wieder bei Stufe 3. Der Assistent, der wird immer penetranter und dann wird schon von gelb geht's auf orange. Und dann denke ich immer, Leute, habt ihr kein Ding? Also. Und dann bremst wirklich in dem Moment jemand vor einem und dann checkt der Assistent nicht und knallt dann voll rein. Da kann schon nur bloß brüllen. Blödheit. Alles für den TikTok-Film, ja, das stimmt. Ich habe ja auch ein kleines Herz da gelassen, nicht? Ah, die Leute sind also. TikTok ist auch so ein Phänomen. Ich weiß nicht, warum es cool ist, aber ich schaue es trotzdem die ganze Zeit. Es ist super strange. Da hat auch wieder jemand zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee gehabt und es hat funktioniert. Strange. Ziemlich kleinfuddelig jetzt hier. Zweite Reihe. Ich weiß nicht mal, wenn ich das jetzt hochhebe, dann reißt immer die Hälfte ab. Hier sieht gar nichts, genau. Jetzt habe ich das da gebaut und hier nur die Verstrebung mit dem Blauen und dem Roten. Habe ich alle Teile verbaut? Jo. Ja, aber das ist wirklich das Problem. Du denkst ja immer so, ach komm, noch kurz vorm Schlafen gehen, schau schon ein bisschen TikTok und dann ist auf einmal wieder eine Stunde vorbei. Das ist genau das gleiche wie ich spiel nur mal noch mal kurz Two Point Hospital. Ui, ist ja schon 4 Uhr in der Früh. Was ist denn da passiert? Ja, genau. Ach komm, fangen wir wenigstens noch das eine kleine Ding an, das neue Gebiet, schauen wir uns bloß mal an, aber da hören wir auch gleich auf. Ja. Und dann bist du 3 Stunden drin und bist du wieder fast fertig mit dem Gebiet. Ach, ganz schlimm.
Ja. I feel you. Mein Bruder schreibt, er hat die App in einem extra Ordner, damit er nicht immer getriggert wird, da reinzuschauen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ist halt wirklich so, man verbringt da so viel Zeit auf dem Scheiß. Da finde ich halt Twitter irgendwie dann doch besser, weil ja, da hat man halt seine Timeline, die tut man durchschauen, dann ist man durch. Und man ist dann irgendwann fertig, hat alles gelesen, was einen interessiert und ist gut. Und das ist halt eben nicht der Fall, wenn du halt so eine Endlos-Timeline hast. Genau das ist nämlich das Problem, dass es dann halt nie aufhört. Und, ja. Da gibt es bestimmt auch so einen, irgendwann mal so einen Fachbegriff für Leute, die den ganzen Tag nur TikToken. Ich denke mir mal so, boah, hey, wenn wir da schon süchtig werden, weil ich wie alte Säcke, müsste es dann irgendwann, wenn meine Tochter hier ihr erstes Smartphone irgendwann bekommt. Oh, da kann ich drüber nachdenken. Drehen und uns die Perspektive. Check hier wieder gar nichts mehr. Also da kommt bis zum Roten. Okay, dann kommen hier zwei. Ich kann auch keine offenen Stories in Instagram haben und ich weiß, dass ich das gewollt. Ja, Instagram, da habe ich jetzt auch angefangen, ein bisschen auszumisten mit Leuten, wo ich halt absolut nicht irgendwie was mehr zu tun habe. Also, wo halt auch die Stories Banane sind. Ich habe die dann auch irgendwann. Aber ich weiß, was du meinst, du gehst mir auch bei WhatsApp mit dem Status oder halt auch mit meinem E-Mail-Postgang-Vorgang. Mein erster Sticker, der ist schon geworden, ausnahmsweise. Drinnen, das macht sich nichts aus. Also den habe ich die wirklich viel. Genau. Irgendwo muss ich noch zwei. Ach, da. Verpennt vor lauter Quatschen. Das kann ich eigentlich nur hoffen. Also mein Bruder schreibt gerade, vielleicht haben die schon mehr Medienkompetenz als wir alten Säcke. Ja, das kann ich eigentlich nur hoffen. Und dass man sie halt gut berät und dass man halt schon frühzeitig irgendwie mitbekommt, wenn es da halt Probleme gibt oder so. Es beschäftigt mich ja viel. Man hat ja gerade bei der Fritzbox so viele Möglichkeiten zu sagen, ah ja, man macht Internet-Tickets, man sperrt das Internet ab so und so viel Uhr. Und auch mit Android, ich weiß nicht, ob es bei Apple auch gibt, die Möglichkeit halt auch die Kinder-Handys zu sagen, ja, ab so und so viel wird die Mobilfunk ausgeschaltet, das Handy muss ich abschalten. Das finde ich auch schon ganz gut, weil es ist halt alles sehr verlockend. Und ganz ehrlich, ich bin nicht das beste Vorbild, wenn es um Mediennutzung geht, gerade wenn es um Handy und so geht, weil es ist halt doch oft am Morgen, dass ich schon hier Spiegel lese und alles Mögliche,
weil die Kinder hören oft beim Frühstücken schon ein Hörspiel von Alexa. Wir haben so viele Alexas hier rumstehen und da bin ich wirklich ein schlechtes Vorbild, ganz ehrlich. Ja, also mein Bruder schreibt nochmal, die wachsen damit auf. Meine Meinung nach sollte Medienkompetenz auch ein Schulfach sein, genauso wie Fake News entdecken und so weiter. Alles rund ums Internet. Ja, das stimmt. Aber bin ich voll bei dir, muss in den Lehrplan, genau wie du sagst, um auch zu erkennen, was ist gefährlich, was ist richtig, was ist, wie erkenne ich, was ist. Und auch diese Netiquette so ein bisschen zu festigen. Aber wenn ich halt sehe, ja, wie halt im Moment unsere Schulen digital aufgestellt sind, ich erlebe es wirklich immer wieder am eigenen Leib. Da denke ich mir so, oh Gott, hey, das geht halt nur, wenn halt die Lehrer super geschult sind, weil sonst wird es ein einziges Desaster. Nee, aber das stimmt schon, also. Das ist echt sowas, ja, das macht einen als Elternteil dann schon so ein bisschen, wo man denkt, ah, wenn die alles ungefiltert aufnehmen und das dann zu verarbeiten und richtig einzuordnen, das ist schon. Du kannst recht haben, dass die, klar, die wachsen damit auf, die sind gar nichts anderes gewöhnt, die sind gewöhnt, in jeden Raum zu gehen und sagen, hey, ich will jetzt nicht sagen, das Schlüsselwort. Schalte Antenne Bayern ein und es fängt einfach an zu laufen. Und wenn sie dann bei meinen Eltern sind oder bei unseren Eltern sind und dann versuchen, das Radio lauter und leiser zu machen und versuchen mit dem Radio zu sprechen, das ist halt schon lustig, weil es halt noch so ein ganz altes Ding ist, wo halt keine Sprachsteuerung hat. Da sieht man schon, dass die in einer anderen Welt aufwachsen, doch mit ganz anderen Rahmenbedingungen. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ob. Oh, cool. Ich habe jetzt hier dieses Zahnrad reingebaut und jetzt bewegen sich hier die beiden Achsen mit. Genau, aber das birgt halt auch sehr, sehr viele Gefahren. Und, ich bin jetzt noch jemand, der kennt sich mit dem ganzen Zeug relativ gut aus, aber ich denke mir halt so, boah, ja, da gibt es wahrscheinlich schon viele Eltern, die sich gar nicht bewusst sind, was da so im Internet und so alles abgeht und was da so alles ist und auf was man aufpassen müsste. Und ja, klar, sie werden ja auch von niemandem an die Hand genommen, weil die, die es lernen müssten, was auch ziemlich krass überfordert sind mit der ganzen Thematik. Ja, es ist ja alles sehr schwierig. Vor allem auch hier wieder das Mittelmaß zu finden, was erlaubst du, was verbietest du, was sagst du ist gut, was ist böse, wie sehr nimmst du auch das Internet als, ja, Druckmittel, hört sich so falsch an, aber als Strafe oder zu sagen, hey, okay, früher war es der Hausarrest, heute ist es das, nee, okay, dann kriegst halt, dann ist halt jetzt mal das WLAN für 3 Stunden für dich gesperrt, wenn du dich so aufführst oder so. Das ist der richtige Weg. Nee, eben nicht. Aber wo tut es denn dann irgendwann bei den Jugendlichen vielleicht noch eher am ehesten weh, wenn du sagst, okay, kein Internet, Handystörsender aufbauen, dass niemand mehr im Haus Handyempfang hat. Und dann der Truck von der Fernmeldebehörde, wie heißt das, keine Ahnung, Bundesnetzagentur, hier links und rechts immer vorbeifährt, weil sie irgendwelche komischen Störgeräusche haben. Schon alles sehr interessant. Genau, also mein Bruder schreibt auch, du kannst dich dem Fortschritt halt nicht verwehren. Heutzutage braucht man auch eine gewisse Affinität zu Technik und zum Internet. Auf jeden Fall. Leute,
ich sehe es ja auch schon, so wie schnell die adaptieren. Also auch jetzt gerade mit den Videokonferenzen, wie sicher jetzt Lana auch mit dem Umgang geworden ist, von wegen, ja, wie melde ich mich am PC an? Wo muss ich draufklicken, wenn die Audioverbindung nicht funktioniert? Wie kann ich meine Audioverbindung resetten und so weiter? Das ist schon krass und ich finde das super, wie schnell die das adaptieren können. Und das ist halt genau, wie du sagst, eben nicht dieses, oh Gott, ich bin total überfordert mit Internet oder so. Nee, die wachsen damit rein und das ist super cool. Und ich würde auch so gern mit denen tauschen, weil die wachsen halt, wie gesagt, in diese Zukunft ein, wenn man mit dem Gerät, diese ganze Mensch-Maschine-Kommunikation ist jetzt eine ganz andere, als wir das kennen. Hier mit Fernbedienung und so. Und nee, die lernen das, ja, entweder reagiert das, entweder tut das Gerät mit mir in einer Art und Weise, in einer natürlichen Art und Weise kommunizieren, oder es ist halt out. Das ist schon mega cool, weil es ist ja auch richtig so. Es gibt auch nichts Natürlicheres als mit Sprache zu kommunizieren. Das lernen wir von Anfang an. Und wie gesagt, als auch die Kinect rauskam für die Xbox, da war Lana ja 4, ja. Und die konnte halt wirklich die Xbox bedienen. Und das fand ich halt schon mega nice. Da hast du halt gesehen, wie das auch die Barrieren abbaut. Und das ist jetzt auch nicht nur für junge Leute, sondern keine Ahnung, wenn du irgendwann zu alt bist und die Knöpfe der Fernbedienung nicht mehr triffst oder keine Ahnung, am Boden liegst und Hilfe brauchst und dann halt nur deinem Sprachassistenten zuschreien musst, ruf die Polizei oder ruf mir Hilfe und der ruft halt dann an und das ist halt schon ein Fortschritt. Auf jeden Fall. Auch nur so kann es ja auch gehen, also. Und auch nur so wird es, ja. Und dass sich die Technik immer mehr nach dem Menschen richtet, ist halt schon. Keine Ahnung, was ich hier gebaut habe. Hier mit so einem Balljoint und links und rechts so Sachen. Ist alles sehr spannend und das ist eine super spannende Zeit, wo die reingeboren worden sind. Wo jetzt alles so im Umbruch ist, auch mit E-Mobilität und so. Das ist ein super spannendes Thema. Wenn meine Tochter sagt, oh, was macht man denn mit dem Kupplungspedal? Und ich sage so, bah, Lana, um sowas brauchst du dich gar keine Gedanken machen. Bis du groß bist, gibt es keine Kupplung mehr. Gibt es bloß noch Automatikautos. Es gibt kein E-Auto mit Gangschaltung. Warum auch? Und ist schon mega nice, wenn man sich darüber nachdenkt. Zu sagen, ja, die wachsen halt in einer Zeit auf, wo es wahrscheinlich gar keine, vielleicht gar keine Gangschaltung mehr im klassischen Sinne mit Kupplung gibt. Weil, sie ist jetzt 9. Lass sie jetzt mal mit 19 ihren Führerschein machen oder mit 18. Das sind noch 9 Jahre. Ich glaube, in 9 Jahren wird es schon schwer, einen Verbrenner noch irgendwo zu finden und auch bezahlbar. Also, das ist ja auch das, wo ich immer sage, mit dem Verbrenner ist halt so eine Sache. Wenn jetzt ja jedes Jahr die CO2-Steuer hoch drauf kommt, dann wird es halt irgendwann echt unattraktiv, einen zu holen und dass die Tage des Verbrenners gezählt sind, das sieht man ja ganz deutlich. Aber es halt, ja. An solchen Kleinigkeiten sieht man einfach, wie die Welt sich ganz schnell wandelt. Mein Bruder schreibt jetzt nochmal, ja, wir können halt der Thematik auch mehr Toleranz entgegenbringen. Ich meine, wie schnell warst du als Stubenhocker verschrieben, weil du gerne gezockt hast oder deine Zeit im Internet verbringst, weil unsere Eltern und Großeltern gar nicht mehr kannten. Ja, das stimmt. Für die war das, ja, aber ich glaube, für die war das auch so ganz verstörend. Also gerade meine Zeit war für die Eltern oder für unsere Eltern sehr verstörend, weil da war das Internet sehr neu. Ich habe Counter-Strike gezockt, da war das mit den Amokläufen und dann war das, glaube ich, schon für viele erstmal so, okay, die Kinder machen was, wo wir nicht nachvollziehen können oder wo wir auch gar nicht einordnen können. Und da war auch wieder meiner Meinung nach das Problem ganz doll die Medien. Also ich bin nicht jemand, der sagt, oh, Fake News oder so, aber
es gibt halt so ein Magazin, das, an dem störe ich mich ganz doll. Und das ist Frontal 21. Das ist ein Magazin öffentlich-rechtlich, führt sich aber auf wie die schlimmste RTL2-Kacke. Und es tut mir wirklich leid, wenn ich das sage, aber also ich zahle ja meine GEZ und ja, muss man auch machen wegen, ja, und freier Dings da, aber so eine populistische Scheiße, tut mir leid, dass ich das jetzt sage, wie das ist, die haben halt, da sollte man halt auch als Gebührenzahler auch mal so die Möglichkeit bekommen, so eine Content-Evaluierung durchzuführen und zu sagen, hey Leute, ich weiß, ich bin dazu verpflichtet, das zu zahlen, aber sowas will ich mit meinen Geldern nicht unterstützen, weil wir haben ja gar keine Möglichkeit, als Gebührenzahler zu sagen, ja, ich würde gerne Sachen unterstützen oder weniger unterstützen. Solche Sachen wie Funk. Wenn wir die ARD oder ZDF oder Gebühreneinzugszentrale oder so so einen Bogen geben würde und sagen würde, hören Sie mal, Herr Marquardt, Sie zahlen, ich habe keine Ahnung, wie viel GEZ ich zahle, so und so viel Euro. Und Sie dürfen entscheiden, wie das auf die einzelnen Bereiche des öffentlich-rechtlichen Fernsehens aufgeteilt wird. Dass man sagen kann, ja, keine Ahnung, 20% Deutschlandradio, 20% Funk und ja. Und dann muss aber auch so Formate geben. Mein Bruder schreibt gerade Portal 21 im Gossenjournalismus vom Feinsten, ganz genau. Aber das ist gebührenfinanziert, das ist öffentlich-rechtlich. Und trotzdem unterstütze ich das ja. Ich muss es ja unterstützen. Gesetzlich gesehen muss ich es unterstützen. Und ich weiß auch nicht, warum da, wie sowas durch den Ethikrat oder was Ältestenrat von den öffentlichen Rechtlichen durchkommt, sowas reinzutun. Also wirklich, es ist wirklich Populismus auf oberster Schiene. Und ja. Und wie gesagt, ich fände es cool, wenn es sowas geben würde, wenn man sagen würde, ja, cool, jeder hat die Möglichkeit, zumindest, das ist klar, dass man sagt, hey, 20% von deiner GEZ versumpfen in der Organisation oder, keine Ahnung, im Verwaltungsapparat. Aber dass man dann halt auch sagen kann, ja, ich möchte gezielt Formate mehr unterstützen und auch weniger unterstützen. Und das wäre nämlich auch ein richtig guter Anreiz, zu sagen, ja, ich will was qualitativ Hochwertiges bringen, weil dann kriege ich mehr Gelder und dann habe ich auch einen viel größeren Rückhalt in der Bevölkerung und habe dann auch nicht dieses, oh, GEZ, oh, ich will mich da jetzt rausnehmen, ich suche mir irgendein dummes Schlupfloch, um das nicht mehr anzuschauen. Und das fände ich halt mega gut, zu sagen, ja, man hat da irgendwie was, ja. Genau, das nimmt ein Intendant ab. Und aber selbst da, also wenn der Intendant, ja, aber das ist halt, es ist so schlimm, wenn man das anschaut, da kommt man sich halt vor wie, keine Ahnung, ich sag's immer so ungern, aber wie bei RTL 2 da. Und denkt dann so, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Es ist jetzt nicht, dass RTL 2, dass ich irgendwas gegen RTL 2 hätte. Nee, ist auch ein okay Sender und. Aber. Ja. Auch da ist es so, ja. Wenn man es halt nicht anschauen will, dann muss man es ja nicht anschauen. Hä? Habe ich das richtig gemacht? Ach so soll es drauf sein. Okay. Räumliche Wahrnehmung. Ja, ich baue da hinten jetzt schön alles weiter auf. Es gibt jetzt wirklich nichts Spannendes. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde. Ja, echt schlimm. Okay, ich glaube, wir haben uns jetzt entschieden, das wird das Heck. Also jetzt mit der, hier mit der Flossenform, ich glaube, doch, ich glaube, das wird das Heck. Das wird das Heck. Und dann wird es hier vorne der Front, aber
Dann wird es die Lenkung. Ja, natürlich. Oh, ich bin so dumm. Das ist natürlich die Lenkung, was wir hier gebaut haben. Deswegen ist das Zahnrad auch bis hier hinten. Hier wird wahrscheinlich das Lenkrad hingemacht. Ich habe das nicht kapiert. Klar, natürlich, das wird die Lenkung. Deswegen ist hinten. Ja, okay, dann haben wir das auch schon mal. Dann schreibt der Daniel nochmal. Gaming ist ja ihr Lieblingsthema, weil ja alle Gamer, egal ob männlich oder weiblich, Rassisten sind. Okay. Weil denen ihre Zielgruppe kann natürlich das nicht nachprüfen. Ja, ganz genau. Da wird halt viel mit der Keule geschwungen und mit der Klischeekeule. Und wenn sie ihre Beiträge da auf YouTube holen, bekommen sie den wohlverdienten Shitstorm. Ja, genau. Aber mittlerweile machen es die ja auch so, dass sie bei kritischen Beiträgen, wo sie wissen, dass sie den Shitstorm abbekommen, einfach die Kommentare deaktivieren. Und das finde ich auch so einen kleinen Dick-Move. Also ich bin ja sowieso keine 8. YouTube-Kommentare, also ich lese wenig, weder durch noch kommentiere ich irgendwelche YouTube-Videos, weil wenn ich die Kommentare durchlese, fühle ich mich getriggert. Das ist so, als wie wenn ich jetzt auf Facebook gehe. Das geht einfach nicht, da verliere ich immer so ein bisschen den Glauben an die Menschheit. Warum ist da so ein Teil? Wirklich, also alles schwierige Themen. Das habe ich, der fehlt noch. Den einen habe ich, zwei habe ich, den drei habe ich, den habe ich, okay. Ja. Und was ich dann halt auch so ein bisschen meine, dass selbst wenn sie so einen Shitstorm abbekommen, dann wird es oft gar nicht so ernst genommen. Dann wird dann sagen, da regt sich halt das Internet mal wieder auf, das Internet, das Böse. Und sie könnten ja echt so viel lernen und auch mitnehmen und sagen, okay, wir schauen mal, woran das liegt oder wem wir da jetzt auf den Schlips getreten sind. Ja, also er schreibt gerade, eine Stunde Facebook-Kommentare lesen, innerlich 2 Jahre gealtert. Facebook ist auch ein Sammelsurium an Menschen mit zu viel Meinung. Ja, das ist wirklich so. Vor allem hat sich die Altersstruktur auch leider zum Schlechten bei Facebook entwickelt, wenn man das so doof sagen kann, aber oh, das Blaue habe ich ja schon da. Da sind halt sehr komische Leute und ja, es ist, also wenn man seine Bubble hat, in der man sich bewegt, dann ist das alles noch okay, aber sobald man da halt in den öffentlichen Sachen, Bereichen reingeht, dann ist halt echt schwierig. Ihr habt es gesehen hier, wir haben jetzt hier den Radkasten gebaut, den habe ich auf der anderen Seite gebaut. Und ja, das ist halt. Ja. Genau, und da muss man halt aufpassen, dass genau in so eine Blase die Kinder nicht reinkommen. Und wenn sie da reinkommen, dass sie dann halt richtig drauf vorbereitet sind und zu sagen, ja, okay, das, was da abgeht, das unterstütze ich aber nicht. Oder das darf mir gar nicht so. Zu nahe kommen, ja. Ja, wie gesagt, ich bin auch dann ganz froh, dass so Facebook bei den Jüngeren eigentlich komplett out ist und dass da eigentlich gar nicht mehr so viel rumgeht. Weil, ja, wenn da so ein bisschen liest, dann denke ich ja schon so ab und zu so, das muss jetzt nicht wirklich sein. Ich hoffe, ich habe keine Steine vergessen. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob. Es kommt
kommt mir immer wie so vor, dass ich einen Stein hier auf einmal sehe und ich kontrolliere aber schon immer ganz genau die Bilder und schaue, ob ich noch irgendwas gesehen habe. Den haben wir, da ist eine Kante. So. Ui. Schade. Ich habe jetzt gerade gemerkt, da ist nämlich jetzt ein Bild von dem Nummernschild. Und jetzt habe ich gerade, gibt es da doch eine bedruckte Fliese mit dem Nummernschild? Aber nein. Doch der Aufkleber. Aufkleber auf so eine kleine Fliese anbringen. Das ist auch ein Spaß. Oder was wenigstens Lego machen könnte mit den. Ja, ich schweife jetzt schon wieder ab. Facebook ist eher, oder? Das stimmt. Das ist das Gute. Wie gesagt, da bin ich echt froh. Was Lego doch machen könnte, gerade mit Hilfe mit den Aufklebern, wenn sie schon sagen, sie wollen diese Aufkleber wenigstens einen zweiten Stickerbogen beilegen, wo dann, ja, man sich mal verklebt hat, dann ist wieder. Obwohl der Lego ja sehr kulant ist mit Nachschieben von Sachen. Wenn sie sagen, ja, wenn da was verklebt ist, dann kann ich ja gut nochmal anrufen. Ja, Facebook ist out. Das ist das Gute. Wie gesagt, da bin ich auch froh drum. Und ich habe noch ein relativ gutes Bild von Twitter, weil ich mich da halt auch in, ich glaube, in guten Gefilden bewege, wo es nicht so viel, ja, ekel. Ich war zwar auch schon mal in Ecken auf Twitter, wo ich mir gedacht habe, boah, das kann doch gar nicht sein, dass das überhaupt nicht wahrgenommen wird von Twitter. Und wo ich mich echt dann auch so ein bisschen erstmal gewundert habe, so, boah, wie kann denn das sein? Und wie viel Pornografie wirklich offen in Twitter verfügbar ist, ist wirklich krass. Mir macht da fast nichts mehr, ist aber schon lustig irgendwie. Ja, das stimmt schon. Mein Bruder schreibt geil, macht fast nichts mehr auf Facebook, ist aber schon lustig, wie sich das entwickelt, wenn man einfach von einer zur anderen Plattform war. Ja, und er sagt, Twitter ist schon sehr toxisch. Ja, wie gesagt, da bewege ich mich anscheinend. Das habe ich auch schon von vielen gehört, wie toxisch Twitter ist. Aber ich habe da anscheinend wieder eine sehr okay Bubble und ich schaue auch nie die Trends durch. Also ich schaue denen nach, wo ich folge und auch ein bisschen so, ja, mal so ein bisschen, wenn er halt Vorschläge für mich hat, die schaue ich dann schon mal durch. Aber so bleibe ich eigentlich schon eher in den offiziellen Bahnen. Aber wie gesagt, also ab und zu, wie gesagt, habe ich mich auch schon mal in Ecken verirrt, wo ich gedacht habe, oh Gott. Da möchte ich schnell wieder raus und auf diese Ecken bin ich eigentlich über zuverlässige Kontakte gekommen, also so über drei Ecken, wo ich dann auch gedacht habe, boah, das kann eigentlich nicht sein. Also, ganz ehrlich nicht. Ja. Mein Bruder schreibt gerade, wenn es um Politik geht, ist Twitter sehr toxisch, ja. Der wütende Mob ist halt da. Meine Güte, hey, hab ich heute einen guten Lauf mit Aufklebern. Habe ich den nicht super aufgeklebt, Act 1. Ja. Das ist echt sowas, ja. Lass dich aber wieder viel voll. Das sind auch interessante Teile, habe ich auch noch nie gesehen. Das sind so runde Schüsseln mit einer Technikaufnahme oder Pinaufnahme. Das werden jetzt hier leuchten. Ich bin mal gespannt, wie viel. Ich habe mir mit dem Lichtset, habe ich noch nicht so geschaut, wie viel ich wieder zurückbauen muss. Aber es hält sich, glaube ich, in Grenzen. Mein Bruder schreibt gerade, ja, Twitter ist toxisch, wenn es um Politik geht oder Gleichberechtigung. Habe ich noch nie erlebt. Ganz ehrlich sagen, also.
Okay, das muss ich zeigen schnell. Also hier hinten dran ist so ein Kelch. Und der Kelch geht hier durch und hier ist keine Aufnahme mehr. Also das ist einfach nur ein viereckiges Loch. Und damit hier auf die Rückleuchte habe ich so einen blauen Einer, Round Pin. Und wenn ich den hier durchschiebe, dann sitzt der dann in dem Kelch aus und hält fest. Lustig gemacht. Lustige Bautechnik. Also mit dem Kelch, der hier ist, da, der Kelch hält dann das Rücklicht hier. Und jetzt kommt das Rücklicht auch schon hin. Oh, guckt euch da an. Mega nice, oder? Sieht wirklich ein bisschen Cadillac-ig aus. Okay, mein Bruder Schabbel, du hast aber echt schon eine gute Blase. Immer wenn ich auf Twitter bin, denke ich mir, okay, genug Internet für einen Tag. Das ist krass, weil so geht es mir gar nicht mit Twitter. Das muss ich wirklich sagen. Also, gar nicht. Also, muss ich echt sagen, da muss ich irgendwas anscheinend mal richtig gemacht haben. Ja, ist halt. Schön, wie sie die Cadillac vor mir eingefangen haben. Echt schön aus. So, jetzt haben wir 23:15. Hier geht noch. So, also mal schauen, die vier habe ich noch nicht mehr hergerichtet gehabt. Ich mache mal kurz wieder Läufe. Und das war's auch schon. Kleine Tüten, schönes Lenkrad. Jetzt wollte ich gerade das Lenkrad ins Mikrofon halten, weil man da so gut drüber sieht. Alles kompliziert und schwierig und man kann immer nur hoffen irgendwie, ja. Das ist alles so ein bisschen, ja, aber auch so ein Thema, wo man merkt, okay, da war zum Beispiel meine oder unsere Eltern komplett überfordert, weil mit diesem ganzen Thema Kinderpornografie und da war sogar meine Frau, die Tina, wir sind hier im Streit, Diskussion lustiger, ich so, ja, war total überfordert mit Kinderpornografie und diesem ganzen Netzdurchsetzungsgesetz, wo es darum ging, löschen statt sperren. Und ich immer ein Verfechter bin, zu sagen, es darf nichts gelöscht werden. Auch wenn es noch so schlimm ist, es darf nichts gelöscht werden. Es muss gesperrt werden. Einfach aus dem Grund, was gelöscht ist, ist weg. Was gesperrt ist, kann man immer noch nachvollziehen. Das ist dieser schmale Grat, aber wo ich mit vielen auch im Diskurs stehe, wo sagen, nee, das stimmt nicht. Aber ich bin immer der Meinung, es muss gesperrt werden. So ein Schmuddelzeug oder so ein Zeug, das ist... Das hat ja nichts mit Spuddelzeug zu tun, das ist einfach nur widerlich. Sowas darf im Internet nicht frei zugänglich sein. Aber löschen ist halt, das hat halt so einen ganz bitteren Beigeschmack und lieber sperre ich was und das ist halt gesperrt, aber wenn jemand auf die Seite geht, sieht er, hey, da war was und es ist gesperrt, als wenn auf einmal irgendwas gelöscht ist. Weil wenn es gelöscht ist, ist es gelöscht. Und dann kann auch niemand mehr sagen, oh ja, da war mal was, sondern das ist halt dann gelöscht. Und ja...
meint sich jetzt vielleicht ein bisschen populistisch anhört, aber diese ganze Löschen-Thematik hat auch was mit Zensur zu tun. Du öffnest da halt Tür und Tor für jemanden, der sagt, ja, dieser Inhalt gefällt mir nicht, ich lösche ihn. Und wenn er sagt, ja, dieser Inhalt gefällt mir nicht und ich sperre, ist es halt was anderes, weil dann ist er halt trotzdem noch da und wenn und jemand muss sich rechtfertigen irgendwann, warum ist es gesperrt? Und wenn dann in, keine Ahnung, sei es ein Videospiel. Ich glaube, Videospiel ist da wieder ein ganz gutes Thema. Wenn wir nur denken, wie viele Spiele auf dem Index sind, die jetzt nicht mehr auf dem Index sind und wie harmlos die sind und wo man ja früher gesagt hat, oh Gott, wenn das ein Kind spielt, die werden alle dumm in der Birne und jetzt werden die alle vom Index wieder geholt, auch in Deutschland und genauso ist es auch, wenn jemand die Spiele dann gelöscht hätte, wären sie für immer weg gewesen, wenn sie gesperrt sind. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass irgendjemand Kinderpornografie oder so nicht kein gesellschaftliches Abscheuthema mehr ist, weil es ist einfach nur widerlich. Aber es geht eigentlich eher um andere Sachen. Wie gesagt, wenn Leute dann auf einmal anfangen, Sachen zu löschen, sind sie halt einfach weg. Und wenn es gesperrt ist, dann ist es immer noch da. Aber es ist trotzdem überwacht, dass niemand hinkommt. Und man kann nachvollziehen, was passiert ist. Weil so gibst du nur wieder solchen Leuten Feuer, von wegen, da war mal eine Seite, die ist jetzt gelöscht, das war Zensur. Und wenn du sagst, nee, da war nichts, weil wir löschen nichts, wir sperren nur, nimmst du denen schon wieder auch das Wind aus den Segeln zu sagen, oh, alle sind böse und alles ist schrecklich und alles ist ekelhaft. Ja, ist alles sehr schwierig. Ja, ich kann mich noch erinnern, da hatte ich auch mit Tina einige Diskussionen über dieses Löschen statt Sperren. Oder Sperren statt Löschen. Und man sieht ja, dass Zensur auch funktioniert. Also jetzt gerade in China oder so. Also die sind ja nicht bereit, nicht sehr bekannt dafür, mit dem Internet zimperlich umzugehen. Sieht das nicht mega gut aus? Mega. Da hätten jetzt auch überall natürlich Rostaufkleber drauf müssen, aber nicht mit mir. So was fangen wir gar nicht an. Ja, da hat man hier richtig eine politische Diskussion am Abend beim Lego-Bauen. Sich über sowas Gedanken macht. Löschen und sperren. Ja. Da muss ich aufpassen, jetzt gucke ich wieder hier in der Garage hinter. Genau, sie können sich halt nicht in die Opferrolle stellen, das ist das Wichtige. Genau, sie können nicht sagen, hey, irgendjemand hat was gesperrt und irgendwas zensiert und muss so also mit den Leuten, die hier da Querdenker und so, mit denen muss man sowieso vorsichtig umgehen, weil die spinnen ja aus jedem gleich eine Verschwörungstheorie. Das ist unglaublich. So, ich habe wieder keine Ahnung, was ich hier baue. Oh ja, also mein Bruder sagt gerade, wir müssen zusammen talken. Wie gesagt, wenn ich fertig bin mit dem Stream, gucke ich mal nach Tutorials für Discord. Und wenn du dann Lust hast, das nächste Mal, versuch mal einfach mal das mit Discord reinzubekommen. Kannst du dich einfach einwählen und schauen mal, wie das funktioniert. Muss ja eigentlich ganz einfach sein, das Streamback. Also, das sollte schon möglich sein.
das machen wir einfach mal. Das probieren wir mal aus. Das muss ja kein Problem sein. Wie gesagt, wenn ich den Stream beendet habe, dann schaue ich mal, was ich da machen muss. Das dürfte nicht so schwer sein. Also, du gibst ja da immer Audio, also sagst ja immer, was für eine Quelle soll er mit einbeziehen. Das kann ich ja immer aus- und einblenden. Das müsste schon möglich sein. Sonst muss ich da mal ein bisschen recherchieren. So, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Kran, bloß mit so einem Schalter da oben dran. Das lässt sich auch noch. Ne, lässt sich nicht bewegen. Okay. Hab nichts gesagt. Das kommt jetzt wirklich. Das habe ich jetzt hier hingebaut. Oh, da. Ist immer schwierig, in den Bildschirm zu schauen und dann gleichzeitig hier die Sache zu treffen, die man haben will. Da bin ich nämlich auch noch nicht dahinter gekommen, wie ich das schaffe, dass ich hier spiegelverkehrt angezeigt werde, sodass es für mich richtig drin ist. Irgendwann. Ja, irgendwann habe ich einen Content Manager, dann muss der sich darum kümmern, dass die Sache immer läuft. Okay, so coole Berufsbezeichnung auf irgendwie Senior Content Management Manager on Duty. Der kümmert sich dann um so eine Sache. Da kann ich ja endlich einen Wirtschaftsingenieur einstellen, gell Eli? Ja, wir streuen mega weit, also von Politik, Popkultur, Erziehung, LKW-Fahrer, TikTok-Trends, ja, alles, genau. Wir sind hier, wir schließen hier niemanden aus, hier wird jede Sau durchs Dorf getrieben bei uns. Aber das ist auch ganz komisch bei mir. Ich habe ja einen Blog und oft ist es so, da denke ich mir so, so ein Blog ist ja schon was sehr Befreiendes. Man schreibt da was rein und mir geht es aber oft so, dass ich Gedanken habe und dann schreibe ich diesen Blogpost in meinem Kopf. Und wenn ich den dann in meinem Kopf fertig geschrieben habe, ich habe voll das Bedürfnis, diesen Blogpost zu schreiben, das muss man sagen. Also ich habe dann wirklich das Bedürfnis zu sagen, boah, hey, das ist so ein cooles Thema, das schreibe ich jetzt. Und das liegt mir auf dem Herzen. Und dann tue ich den so beim Gassi gehen oder so, finalisieren und ausarbeiten im Kopf. Und wenn ich den aber im Kopf geschrieben habe, habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, den zu schreiben. Ihr werdet nie glauben, was das gerade war, was wir da gebaut haben. Das war die Lenksäule, das hättet ihr niemals gedacht. Und der Hebel war natürlich die Gangschaltung, gell? Oder der Scheibenwischer. Oh, jetzt komm schon rein. Du stellst die aber auch an, hey. Boah, guck mal hier, Lenkrad, drehen und schon bewegen sich die nicht vorhandenen Räder hier. Alter, der Wahnsinn. Ein Block ist aber so 2008, deswegen hörte, ja, ist schon klar, aber ein Block ist halt eigentlich wenig Aufwand. Wie gesagt, du schreibst ja einfach runter und kommentiert. Das ist halt dann, hat den Charme, das ist der Charme für mich an dem Blog. Aber du hast natürlich schon recht, das ist natürlich absolut nicht mehr zeitgemäß. Aber oft reichen mir halt die 280 oder 260 Zeichen bei Twitter nicht. Und dann ist halt der Blog schon eine super Alternative dazu. Und aber wie gesagt, für mich ist es eher so, ja, mal schnell was von der Seele schreiben. Aber wie gesagt, ich bin dann halt oft schon damit habe genüge meinem Kopf getan, das einfach auszuformulieren und loszuschreiben. Ich habe auch in meinem Blog noch so viele Blogposts, die nicht veröffentlicht sind. Ich habe es dann einfach, brauchte einfach so ein Ventil zum Rauslassen, habe es geschrieben und dann war es gut. Und in einem Gespräch entwickeln sich, glaube ich, diese guten Ideen, die du im Blog schnell. Ja, das stimmt schon, ja. 1, 2, 3.
finde es lustig, dass mein Bruder die ganze Zeit Block mit CK hinten schreibt. Was mit weichem G? The Blog. So. Rot. Ach, da kommt noch eine rote. Okay. So, was wir jetzt hier gemacht haben, ist die Cadillac-Form hier noch ein bisschen besser rausgearbeitet. Hier ist alles mit dem Roten und so. Hier drinnen. Einfach nur. Ja, so viel zum Thema. Cybermobbing, gell? Einfach mal hier so schön. Breitseite gleich mal zeigen, wie es funktioniert. Einfach nur wow, ja, das stimmt schon. Das Lustige ist, gell, so von wegen, wie schreibt man was? Ich musste heute so ein kleines, weil ja ein Blatt ist Saftopfer gefallen und ich habe dann so einen kleinen Zettel noch an die Rektorin geschrieben, weil die macht da das Fach. Und ja, als ich fertig war, habe ich mir auch gedacht, so, boah, hey, das kannst du eigentlich nicht abschicken oder nicht dahin heften, weil ich halt auch groß klein geschrieben habe, wie ich wollte. Und ja, ich habe es dann trotzdem gemacht. Das war mir dann schon wieder zu anstrengend, um neu zu machen. Die wird sich auch denken, ah ja, okay. Ich wollte vor 2 Stunden schlafen und jetzt werde ich schon eine Rechtschreibung kritisieren. Es tut mir leid, ja. Ja, ich weiß, ich bin ein Arsch. Das wissen wir alle. Dann geh doch schlafen. Scheiße, schon 11:30. Ja, ich mache auch noch den Blauschritt fertig und dann haben wir das Projekt erstmal so abgeschlossen. Wir haben angefangen. Angefangen ist immer gut, wenn man anfängt, dann ist es schon mal da. Und dann hat man auch die Motivation, das an den nächsten Tagen und Abenden dann auch weiterzumachen. Und dann das Ganze. Ich will jetzt nicht schuld sein, dass du dann hier sagst, hey, du bist komplett übermüdet in der Arbeit gewesen. Tut mir jetzt voll leid. Du weißt ja, wie ich das meine. Mach ja nur Spaß. Ich fand's bloß lustig irgendwie. Vor allem, weil ich halt sofort, als du das mit Block geschrieben hast, mit CK, hatte ich sofort den Ohrwurm von J-Lo, Jenny on the Block. Ah, mein Kopf ist so kaputt. Scheiß Gedichte konnte ich mir in der Schule nicht merken, aber hier Liedtexte von vor 18 Jahren, die sind drinnen, wie die 1. Die werden nie wieder gelöscht, oder die ICQ-Nummer, hatte ich auch schon ganz oft das Thema hier, ICQ-Nummern. Die ist einfach abgespeichert und drinnen. Ja, das ziehe ich noch durch, das war wirklich sehr entspannt, ja. Okay, ich habe überlegen, was das hier ist. Also das da. Ne, das ist falsch. Das da brauche ich. Ne, das ist auch nicht falsch. Das da. Eindruck. Das da. Da. Das da. Und so und so. Passt das? Ja. Ja, die Teile neigen sich dem Ende zu. Das Ende ist absehbar. Aber ich glaube, war schon gut dafür, dass wir die 4. Tüte aufgemacht haben. Dann haben wir wenigstens so eine Seite vielleicht fertig hochgebaut. Ich glaube, dass die 2. Seite wieder sehr repetitiv sein wird und dass wir da eigentlich das gleiche wieder bauen wie auf der anderen Seite, wie es soll es auch anders sein. Bis auf. Da wird wahrscheinlich noch die Türe kommen, wo er hier aufgehen muss, damit der Sitz rausfliegt. Oder halt Sitz rausfährt.
Und aber sonst. So, da. Jetzt habe ich ja nochmal das von Joko und Klaas geschaut, wo er die Statue, und du hast wirklich recht, dem ist es so unangenehm. Dem ist es so unangenehm, die Viertelstunde, was er macht in der Mittagspause, im Powernap, okay. Ja, dem war das ja wirklich unangenehm bis zur Hölle, hey. Unglaublich. Das hat man immer richtig angemerkt, wie. Ich glaube, der hätte lieber irgendwas Schlimmes gefressen oder irgendeinen schlimmen Streich gespielt, anstatt das jetzt noch länger durchzuziehen, hey. Das war. Sogar der Oberbürgermeister danach dran war, fand ich super lustig. Ja, ich würde sagen, klassischer Sitz. Was, und der kommt jetzt hier dran, okay. Und das kommt jetzt. Das wird da reingeschnibbelt. Was habe ich gerade gemeint? Ich habe wieder Schmarrn gebaut. Fühlt sich gerade auch irgendwie falsch an, was ich jetzt mache. Hä? Habe ich das falsch gemacht? 1, 2, 5. Irgendwas habe ich jetzt verbockt. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass es da hinten einhaken soll. Übel wusste, also hat mir schon ein bisschen leid getan, der arme Klaas. Okay, dann lassen wir es mal so. Also was haben wir jetzt gebaut? Hier diesen Sitz hier, den habe ich jetzt hier einfach reingeschoben. Also es ist alles hier, das ist auf keiner Noppe, das ist alles drin. Aber hat dafür natürlich wieder hier schön diese Cadillac-Rundung drinnen. Das gefällt mir echt gut. Genau, das ist so, was wir bis jetzt gemacht haben. So viel Kleingefuddel noch, unglaublich. Nicht gedacht, dass es jetzt noch so viel Kleinzeug ist. Hatte jetzt, dem jetzt immer so viele große Teile waren, habe ich gedacht, oh ja, das ist jetzt schnell weg noch, die paar Teile. So kann es gehen. Schub, schub. Entschuldigung. Boah,
mache jetzt mal spiegelverkehrt und schauen, ob ich das hinbekomme. Das ist echt. Da hat sich der Designer echt viel Mühe gegeben, um diese Rundungen gerade am Heck ordentlich mit Lego hinzubekommen. Echt super schön, also sieht wirklich gut aus. Das Einzige, was ich jetzt hier baue, ist eigentlich nur Unterbau, damit immer diese Rundung am Schluss wieder rauskommt. Ja, also schon was, wollte ich gerade sagen, ist schon was vorwärts gegangen. Es waren viele große Teile dabei und jetzt tut sich halt so ein bisschen, klar, mit dem Innenausbau und so schon ein bisschen zäher ziehen. Aber so, was kommt jetzt hier hin? Da kommt so eine Konsole hin. Ich zeige es gleich in die Kamera. Oder so ein Schnibbel. Was ist das da? So ein Bedienpult. Was Schwarzes und zwei Fließchen noch drauf. Eins und. Oh, kommen wir hier anders hin. Sonst halten die, glaub nicht. Ah, oh, okay, die haben keinen Pin in der Mitte. Also trotzdem mal schön ausrichten. Ja. Oh, ein bisschen Konsole und so. Der Fokus ist mir halt nicht hold. Besser aus. Macht mehr Sinn. Ah, ein bisschen Innenausstattung hier. Mit der Wankman hier auch. Das Spengler. Ah, und das war's tatsächlich. Letzter Bauschritt. Jetzt geht's weiter mit Tüte 5. Und wir sind jetzt bei Bauschritt 193 von 607. Coolio. Ich will gar nicht so viel hinten gucken, weil da sind die ganzen Funktionen drauf. So. Ja, ein paar Einzelteile haben wir. Oh oh. Den habe ich vergessen irgendwo. Oh, scheiße. Okay, aber das suche ich jetzt gleich noch raus. Ich entlasse euch. Der muss auf jeden Fall im vierten Bauschritt irgendwo untergegangen sein. Hey, hey, hey. So ein Teil als Ersatzteil kann nicht sein. Dreck, Dreck, Dreck. Hat mir die Tür schon angefangen. Komm, wo die Tüte 5 angefangen hat. Kann ich sagen. Tüte 4, Tüte 4, da hat die Tüte 4 angefangen. Okay, meine Aufgabe jetzt offscreen ist noch, dieses Teil schön zu verbauen. Hat mir Spaß gemacht für den ersten Teil unserer kleinen Ausflugs in den Act 1. Danke Daniel, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. Und das nächste Mal vielleicht hoffentlich mit Discord zusammen. Und ja, dann auf diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao.